Hallo meine Freunde, willkommen zurück in We Rising. Nach dem Turbulent die letzten zwei Parts gleichzeitig online kamen, nachdem ein Tag keiner kam, da war ein bisschen Privatstress dabei, als da ein Fest bei uns war, wo ich ein bisschen abgestürzt bin, da sollte sich das jetzt wieder halbwegs hinkriegen. Mit Fest, 30er-Feier, Sauschel hat es gegeben. Und ja, jetzt sind wir wieder voll hier. Also was machen wir heute? Wir machen die Spinne und wir bauen die neue Bibliothek auf. Die hier. Dafür brauchen wir 40 Schriftrollen, 12 Geißelsteine und 8 verstärkte Bretter. Wir haben letztes Mal schon damit über das geredet und auch damit fast schon fast begonnen. Ich weiß nicht mehr, wo meine Bretter waren. Ich hatte eigentlich die, glaube ich, schon. Ich weiß nicht, die sind jetzt auf einmal im heiteren Himmel verzogen. Da haben die Geißelsteine, die habe ich letztens gesagt, stelle ich her. Da habe ich dann ja die Aufnahme mal dann gesagt, beendet, weil das zu lang dauern wird. Ja, und 40 Schriftrollen, die sind im anderen Teil, da hinten. Oh, da gibt's welche. Stopp, alles zurück. Mein Problem ist nämlich, dass ich eh nicht mehr so viele von dem Scheiß habe. Und Eisen, das heißt, ich muss halt noch Eisen farmen gehen. Bei den Schriftrollen ist es genauso ausgegangen. Ich habe genau 40 Stück. Genau 40, sonst nichts. So, geht schon. Wie viel Platz braucht das Teil? Ui. Das ist irgendwie käsig. Warte mal. So raus. So rein. Ja, schaut gut aus. Drehen wir das halt so rüber. Dann aber nach meinem altbewährten Prinzip werden hier die Eingänge zugemacht. Ich mag das nicht, wenn das so durchschaut. Dafür brauche ich jetzt eine Burgwände. So viel schon baut und weiß noch immer nicht. Steinziegel und Brett. Hier sein. Aber ja, schon irrsinnig viel hergestellt jetzt. Wirklich viel, aber ich merke es mir nicht. Ich bin zu doof dafür, glaube ich. Wie gesagt, meine Durchgangsteile ergeben sich dann so je nach Bauweise. Da, wo ich vom Bauen her sowieso nicht mehr durch könnte, brauche ich es nicht. Und so. Schaut schon gut aus. So, jetzt werden wir da mal reinschauen. Bevor wir da jetzt dann überlegen, was wir jetzt weitermachen. Das heißt, du malst darüber. Wir brauchen Silber auch noch. Ich muss noch mal kurz vorbei die Wagen. Ja, weil ich brauche von denen, aber... Da fehlt mir aber auch Quarz. Ja. Jetzt geht's dann an mit den wirklichen Resource-Probleme. Wobei ich brauche jetzt nicht so viel gleich, aber jetzt schauen wir nochmal rein. Das schaut ja, also Leute. Mal ehrlich. Ausschauen tut das schon Weltklasse, oder? Ich finde schon. Klatsch mal. Ja, nee. Na, so. Okay, gucken wir rein. Den habe ich beim Timmy gelernt. Der Gefängnisbodenbelag endlich. Und das Sortiment von Schränken. Den, der ist cool. Der ist cool. Was brauche ich für den? Produktion, Schloss, Fensterfreie, Gemälde, Etagen. Gefängnisbodenbelag. Blutessenz, Steinziegel, Eisenbahn. Das gefällt mir besser. Die Eisenbahnen fehlen uns erneut. So, gehen wir sich mal. Puh, was machen wir jetzt? 11 Eisenbahnen, so reicht für 5 Böden. Wie viel Platz ist da drin?
Boah, das wären genau 5. Sieht das wirklich aus? So. Was brauche ich noch? Blutessenz? Ein Steinziegel war das, glaube ich, ja. Steinziegel? Ja, dafür darf er die Ratten zermatschen. So. Das heißt, der Typ kriegt weniger Damage ab jetzt, oder? Hat Boden. Schauen wir mal. Läuft! Hat passenden Boden. Sehr schön. Schaut aber cool aus, der Boden. Gefällt mir. Optisch sehr schön. Jetzt haben wir das alles darüber. Das dahin. So, und jetzt gehen wir gleich mal zur Spinne. Die Spinne ist irgendwo oben. Das weiß ich, weil ich habe da mal auf der Karte das noch in Erinnerung gehabt. Mal kurz andingseln. Die ist irgendwo. Da. Kann jetzt aber gar nicht genau sagen, wo. Ich schaue aber kurz nach. Ich will noch nicht komplett planlos da in die Leere rennen. So, das heißt, ich gehe nochmal daher. So, zack. So. Hier. Das ist die Nummer 24. Müsste da sein. Ach, Adam Riese, ne? Dann porten wir mal daher. Und schauen wir mal, ob wir unser Spinnchen erlegen. Dann haben wir den Boden haben wir gemacht, die Bibliothek da auch. Würde gerne dann noch Eisen holen. Und schauen wir uns eben an, vielleicht finden wir noch einen zweiten Wii. Ich glaube, fischen müssten wir auch gehen, also wir haben zu tun. Das ist nicht normal. Was ist da passiert? Oh. Mein Fehler. Kann man ja nicht teleportieren. So, wir müssen jetzt zum ersten Mal da oben umschauen. Da waren wir ja eh noch nicht so häufig. Das ist der dunkle Wald. Verdorbener Wald, oder? Wie genau ich den jetzt nennen muss, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich werde mich mal vorsichtig entlang pirschen. Ich weiß nicht, dass das eine ziemlich unfreundliche Umgebung ist. Eisenerz? Ich weiß dann auch nicht mal, wie groß die Gegner da sind. Mich verfluchter Wald. Yay. Und mich die gleich umhacken jetzt, oder? Das Coole ist, man kann es einfach mal versuchen. Naja, so ganz killen tut er mich jetzt nicht gleich. Aber sie war noch schon leichter. Wirklich, das ist ja... Es ist ja wirklich wie... Ah ja, es gibt auch eine neue Rüstung, die brauche ich auch. Es ist wirklich wie aus dem... Wie wenn ich es
bestellt hat. Ich brauche noch Eisen. Bam, Eisen. Das ist absolut cool. Fällt mir. Sehr gut. Wir werden übrigens bald wieder ein paar neue Spielchen probieren. Ah, Steam Summerfest ist ja. Also wir müssen, da müssen wir auch noch reinschauen, ja. So, das hätte ich fast auf das Summerfest vergessen. Hängt die immer so rum? Wie ich diese komischen Zaubertypen da hasse. Aber geschafft. Wieder ein Deathfee. Ja, ich habe Angst vor dir. Okay. Und gibt es ja dann doch schon einiges so zu tun? Einige Gegner auch? Behälter. Das ist doch gar nicht platt worden, ist jetzt alles da beim Rumrennen. Ja, stimmt, das makellose Leder braucht man da jetzt noch. Oh, jetzt habe ich wieder viele neue Ressourcen zum Farmen. Aber coole Umgebung hier, gefällt mir. Was haben wir da? Schrägpilz. Knochen gibt es wenigstens auch, brauche ich hier immer wieder. Geißelsteine. Na da. Da geht's ja richtig dahin. Ich hab da irgendwo vorher noch ein Eisenerz gesehen, oder? Ah, da hinten, ja. Nicht mit der Angel. Da gehen wir die Angel wieder. Ja, das hat sich aber schon ausgezahlt. Mit den Häusern beim Reingehen, das macht schon was her. War ich denn da nicht drin? Da war ich glaube ich nicht drin. Ja. Ah, ich krieg da viele Silbermünzen. Das ist schön, dass es sie gibt, aber ich brauche jetzt nicht so viel davon. So, einmal.
Naja, sind wenigstens nicht so gefährlich. Da hinten latschen noch welche rum. So. That's it. Sollte jetzt auch genug Eisen sein, jetzt werden wir weitergehen. Wir rennen ja gerade aufs blind rein. Also, oh, da gibt es noch Eisen, wenn jemand doch noch Eisen mit. Wir rennen hier ja gerade blind rein. Und ich weiß ja noch gar nicht, was ich alles jetzt genau wie viel brauche. Ich weiß ja, dass ich diesen Geistergarn brauche, das weiß ich. So, und düsen wir jetzt da durch. Hallo! Kann er mehr da? Nee. Was mir so nebenbei gerade einfällt, ich sollte da irgendwas Blut trinken dann. Was Gescheites. Auch geht. Beim Wildtier ist ab 3 wirklich gut. Ein Schadensabsorb wirklich nicht schlecht. Da sind wir. Zack! Das ist gar nicht so schlecht. Da gibt es schon wieder Eisen. Vielleicht, aber nur vielleicht, könnte man hier sogar Eisenfarmen hergehen. Weil man nebenbei, wenn man die Geisterpilze und alles braucht, dann nebenbei hier wirklich gute Sachen kriegt. So. Jetzt aber. Jetzt verkrübeln muss ich mal. Patrouillieren ja auch irgendwelche Sachen. Dahin, wie komme ich denn dahin? Einfach mal der Spur nach. Das hätte mich jetzt nur interessieren, was da für Kristalle, für Edelsteine rauskommen. Gleichmäßiger, okay. Ist das geil? Ich habe jetzt hier Eisenfarmen. Mal lieber als die Mine. Wobei in der Mine wirklich noch viel mehr beieinander ist. Also, und die Gegner jetzt ja schon wesentlich leichter sind. Also wenn ich es wirklich brauche, dann glaube ich, gehe ich doch. Ja, ich wollte dich aussaugen. Danke. Ja, ein Wurm. Ein Wurm. Gut zu wissen.
Okay. Ich weiß, es ist sowieso ein verfluchter Sumpf, okay? Käfer. Sonnenwiderstand erhöht, sehr gut. Das müssen wir mal darüber schauen. Leck mich am Arsch. Daneben. Die sind lästig. Aber tötbar. Hoppla, das war Sult. Naja. Ich mag das Biom hier. Gibt es ja Angelstellen auch. Und die Fische sind sicher komplett verstrahlt dann aber. Immer mehr neue Gegner, das ist ja schon fast direkt cool. Wenn sie mich nicht alle irgendwie jedes Mal überraschen. Oh, eine dicke Kröte. Fluchte Kröte. Na, komm her. Auch tot. Hanging. Na, jetzt geht das wieder das Licht. Nein! Nein, nicht. Danke. Okay, so angeln ist auch confirmed. Man kann ja angeln. Makellose Haut und Geisterkristall. Wo dann? Ah ja, das scheint der Geisterkristall zu sein. Das ist nochmal Eisen. Lauraheim entdeckt. Warte, warte, du bist ein bisschen lästig, Havara. Okay. Kurz hochheilen. War klar. Ich unterbreche das wieder, ich Depp. Jetzt muss ich aber trotzdem schauen, dass ich mich ja. Randerwertig hochheil. Ich brauche das alles noch. Kommen ja schließlich jetzt theoretisch gleich in einen Kampf. In einen Reboss-Fight. Dafür habe ich eh schon recht wenig gegangen. Ich freue mich aber, ich habe noch ein bisschen Platz im Inventar und werde hier auf jeden Fall noch kurz farmen, bevor ich darauf gehe, weil
Ich möchte auch warten, bis das Sonnenlicht weg ist. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Ich weiß nicht, ob es der Kampf in der Höhle ist oder im Freien. Aber ich weiß, dass mir auf jeden Fall nicht schadet, wenn ich warte, bis es dunkel wird. Ist das aus? Nein. Eine Pilz. Da war doch gerade ein Schatten. Muss ich's doch. Ein 69er. Ja, das ist, glaube ich. Das darf ich mich aber nicht allzu blöd spielen. Jetzt muss ich nämlich schauen, dass ich zu der Spinne komme. Weiter. Ich weiß ja nicht mal, ob ich so viel brauche von dem Zeug. Nur mit. So, und jetzt bitte keine 1000 Kämpfe mehr. Geh, Alter. Aber jetzt, so, wie kommen wir zur Spinne? Spinnenhöhle.
Eine Seidenraupe. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich weggehe, kurz noch wieder zurückrenne. Weg. Ich kann ja nicht wegporten. So. Ja, ich probiere mal, schau mal, wo ich da hinkomme. Ne? Blöd ist, wenn ich wirklich nichts mehr mitnehmen kann. Dann wirklich jetzt schon mal alles liegen lassen muss. Ah, oh, das tut so weh im Farmherz. Aber gut. Bin ja im Endeffekt hier. Um den Boss zu legen. Kann ja wieder farmen mal kommen. Irgendwie, man traut sich gar nichts sagen gerade irgendwie, weil so, es wirkt irgendwie so, so richtig so endzeitmäßig Bosskampf, was weiß ich. Bin immer noch so stark am Überlegen. Ich kann mich nicht mehr viel heilen. Er hat irgendein. Es ist so scheiße, wirklich. Es ist so kacke. Warum bin ich jetzt ein Bär? Ich wollte ja kein Bär sein. So. Hol die mal nacheinander geschwind daher. Machst du tolles Babys werfen? Toll. Ah,
das heißt, dich sollte man killen, weil du das machst die ganze Zeit weiter damit. Gut. Ah gut, wenn sie tot ist, stirbt der Rest von der Brut. Sehr schön. Fünfundfünfzig Kreatur hätten wir. Na dann. So, ist jetzt deine 55er noch da hinten? Ja. Aber da geht schon wieder die Welt unter bei uns. So. Jetzt mal hochheilen, ich vermute mal, dass nachher dann da der Boss daherkommt. Ich weiß nicht, ob ich die Münze überhaupt für irgendwas jemals brauchen werde. Ist auch nicht, dann kriege ich auch wieder Gras. Komm, und Blutessenz nehmen wir mit, so. Big Mama. Noch nicht, Big Mama. Hoppala, kommt jetzt noch nicht. Big Mama kommt dann da oben. Und da werden wir jetzt voll Damage mal drauf haben. Bevor die da die ganze Zeit Uzis produziert. So, Boss Fight incoming. Reduzierung nicht mehr drin. Kacke. Gut, kann man nichts machen. Muss so gehen. Okay, was machen wir? Wir haben alle Fähigkeiten bereit. Wir haben Full Life. Ja. Können wir es auch. Schauen wir es mal, ob wir es hinbringen, die Tuse. Leck mich! Reset! Reset!
Okay. Das war mal der erste Try. Jetzt kennen mehrere Fähigkeiten. Ich muss mein Ausweichen aufheben, um durch sie durchzukommen. Wäre jedenfalls vom Vorteil. Wieder keine Life. Scheiße. Und Hauptsache die kleinen Spinnen sind jetzt da geblieben. Scheiße. Ja gut, probieren wir es mal. Mehr als sterben können wir ja nicht. Im Normalfall. Gehen wir es mal an. Ist eigentlich etwas, was ich ungern mache, nämlich nahe am Boss bleiben. Ja. Aber die fangen immer nur so deppert zum Spucken an, wenn ich weiter weg bin. Nein! Ah. Hätte ich am Schluss nicht nachlassen dürfen. Okay, bin gleich wieder da. So, wieder hier. Hergelaufen, haben noch ein 87er Kreaturteil gefunden. So ein, was die, was sich immer so diese so anschleichen, so aus dem Schatten raus. Ja. Nah ran. Draufhauen. Hoffentlich das klappt. Na, geht schon wieder nicht los. Schon wieder Arsch. Na, warum mache ich das da hinten? Ich muss mich auch ein bisschen mehr heilen, ich vergesse immer auf mein Heilen. Scheiße! Verdammt! Nein! Nein!
Nein, hätte, weil ich jetzt am Schluss nicht so unfähig da in die Dinge reingerannt wäre. So eine blöde Sch. Aber jetzt muss ich da. Ich muss jetzt einfach durchrennen. Die liegt ja sicher eine Weile rum. Aber nicht ewig. Jetzt hätte ich es geschafft. Und dann. Nee. Mäh, wieder auf den Arsch. Aber gut, schnell, schneller. Wölfform. Abbiegen. Es ist ja die Umgebung hier Gott sei Dank nicht so groß. Der. Das ist der erste Wolf, den ich da rumsehe. Oder das, was von dem Wolf übrig ist. So, es war ja vorher schon ein Respawn und die Typen da. Die mich ein bisschen nerven. Schauen wir mal, ob wir es jetzt da durchschaffen. Wo habe ich umdrehen müssen, weil ich mich verlaufen habe? Jetzt muss ich daran, ja. Wenn man nicht stecken bleibt bei denen, da müsste man eigentlich durchkommen. Vorher war der letzte Raum da hinten noch nicht respawned. Jetzt ist halt die Frage, ob der jetzt schon respawned ist. Ja, ist er. Der da. Und ob ich gegen die jetzt kämpfen muss oder nicht. Ich, ja, der Raum da war nämlich letztes auch nicht hier. Sie ist noch tot. Geschafft. Jetzt werden wir mit dem noch ein bisschen spielen. Du bist ein kleiner Blutbringer jetzt für mich. Puh. Das war jetzt ein bisschen aufwendig. Nehmen wir mal alles mit. Nehmen wir alles mit. Ja, es geht sich nicht aus. Ja, das kann da liegen bleiben. Goldschmuck werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Da Gold ist mehr, wenn das Silber ist, passt Silber weg. Na, oh Mensch, Alter, was ist? Ich schmeiße so ungern Sachen weg, die ich brauche ich ja auch alles irgendwann. Ich brauche das alles, alles brauche ich. Das kriege ich am schnellsten, ja, die da. Ja, zufrieden. Und das ist diese Larven raus? Na. Oh ja, Seidenraupe. Ja gut, da muss ich jetzt mal loslegen und mal feststellen, oh, was ich überhaupt mit dem ganzen Zeug hier anfange. Das Eisen jetzt so her. Ich weiß nämlich nicht, was ich mit der Seidenraupe genau mache. Das finden wir jetzt noch kurz raus. Dann Schluss mit dem Part. Wir haben genug geschafft. Mehr als genug. Was? So. Versteckt in einem Kokon. Da war die Spinne fleißig anscheinend. Ja, ich kann. Nein, nix. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Es hilft nichts. Ich muss zurück. Wir werden laufen. Klarerweise. Unseren Pferd nehmen. Und dann mit dem Pferd weiter. Okay. Wir sehen uns dann in der Base wieder. Weil das dauert jetzt ein Weilchen. Langer, beschwerlicher Weg, aber
Ich bin wieder hier. Ich bin wieder da. Schauen wir, was haben wir da? Purpurroter Strahl. Sie mag der Timmy gern. Spinne. Schwere Spinnen, die dann einem Feind jagen, in der Nähe explodieren. 100 magische Schaden verursachen. Er zeigt einen Giftrauch. Oh, Timmy Aquarius ist Arsch. Er hat recht. Das ist cool. Mein Problem ist nur, dass man sich nicht bewegen kann dabei. Der Herzog von Balaton. Krötenform. Ja, ich werde eine Kröte. Der ist sicher in dem Wald da oben. Na, da können wir ja schon noch ein paar weitermachen. Aber jetzt sollen wir uns was anderes anschauen. So. Aha. Gehen wir kurz zur Schneiderbank. Weil da gibt es ja schon eine neue Rüstung. So, ein makelloses Leder. Geistgarn. Kann man doch schon irgendwas machen. Ja. Brauche ich den Pilz? Einen normalen Garn wird zu Geistergarn. Gut. Okay. Soweit, so gut. Wenn ich den jetzt da herlege und den dazu, müsst ihr was machen. Gut, mach mal Geistergarn. Wie viel Geistergarn brauchen wir da? 6, 12, 18, 24. 24 Geistergarn brauchen wir. Das geht sich nicht. Es geht sich mit den Pilzen knapp nicht aus. Was sind das für welche? Geistpilz. Gut, die müssen wir noch farmen gehen. Na gut, müssen wir noch farmen. Okay, also alles kriegen wir dann. Das sind aber schon mal ein guter Anfang. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir Schuppen. Mehr als genug Schuppen vorhanden. Makelloses Leder. So, und das wird jetzt wieder irgendwie hergestellt. Aber das war hier? Ja, makelloses Leder. 15 von dem und Fischöl. Toll. Ich farm Fischöl. Ja, eh schon, seitdem ich spiele eigentlich. Und heb das auf, falls ich es mal für irgendwas brauchen kann. Vielleicht hat sich das jetzt drin auszahlt. Jetzt schauen wir, wie viel makellose Leder wir da brauchen. 9, 18, ja, 36. 36 makelloses Leder. Es wären 96, 100 von dem und ein paar Zquetschen, das geht sich theoretisch aus. Ja, geht sich aus, 40 kriegen sich hin. So, das sind 150, 300, 450, 500, ja, sollte ich rausgehen. Haben wir zwei, haben wir ja sogar. Ey, das wäre ja gar nicht mal so ungut, wenn das jetzt gehen würde. Geistergarn, Magdalene, Schuppen haben wir eh. Gut. Schuppen legen wir mal ab. Ist das alle? Mal mit der Raupe. Achso, Seide, da brauche ich eine Raupe und dann. Ja, okay. Okay. Mal schauen, wie viel das wirklich werden. Da waren ja zwei noch da. Ja, was mache ich jetzt mit die? Kann in einer Mühle verfeinert werden. Ah, der wird zu Spektralstaub. Gut, okay, den werde ich dann da drin lagern. Eigentlich habe ich für das noch keine Lagerung. Netterweise. Wieder ein paar. Na, warte mal, falsch. Ja, jetzt wird's schwierig.
alles da mal raus. Das auch. Jetzt wird das alles ablegen da. Auch das, auch die wollte ich eigentlich da nicht drin haben, aber. Gut, okay. Man kann sich ja nicht alles aussuchen, das weiß man ja mittlerweile. Könnte ich aber hier auch einfach die dazu haben. Weil Wurst. Das darüber. Hier auch da rein. Spektraler Dust. Den kann ich reiben, also haben wir da rein. Der Rest sind Edelsteinsachen. Hier. Das ist. Auch darüber, ne? Das nicht. Daher sind es 7. So. Und das haben wir jetzt ja auch schon. Aber da werden wir noch nichts erforschen können, weil wir noch zu wenig von diesen Blättern haben. Ja, viel zu wenig von diesen Blättern. Aber das ist lächerlich. Also das, da gehe ich farmen vor. Das ist wirklich. Blutmondstiefel. Hä? Craftet man denn die? Morgendornstiefel. Was ist der? Wahnsinn, Urblut. Es wird sogar gehen. Na, das wäre ja super toll, wenn man sich gleich das herstellen, als erstes dann herstellen. Mit dem hinten dran gleich. Das kriegen wir hin. Ja, gut Leute. Ich gehe ein bisschen farmen. Mir fehlen auch noch Eisen. Die Kristalle fehlen mir noch für das Glas. War ein schöner Part. Wir haben viel erreicht. Im nächsten Part nehmen wir sich den nächsten Boss vor. Und schauen wir mal, wie viel sind denn jetzt von dem da? Wenn ich habe da weniger eingefüllt nämlich. Kommt's mal her. Irgendwie angehauen oder? Aber jetzt, warte. Und? Geil. Well, ich lasse das mal. Das wirkt schon mal cool. Also man hat auch relativ hohe Reichweite, was ich so jetzt da rausgesehen habe. Ja, da schaut gut aus. Gut! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo und Kommentar nicht vergessen. Bis dann, Leute, und ciao.